Mit dem Air Second Space Connect Fresh von Decathlon konnte ich in den letzten Wochen das erste Mal ein aufblasbares Zelt ganz ausführlich testen. Das wollte ich schon lange mal machen. Das kann man unter anderem als Vorzelt für Vans und Busse verwenden und das schauen wir uns in diesem Video ganz ausführlich an. Und dabei gehen wir natürlich insbesondere der Frage nach, wie sich aufblasbare Schläuche im Vergleich zu herkömmlichen Zeltstangen schlagen. Decathlon hat mir dieses Zelt freundlicherweise kostenlos zur Verfügung gestellt und damit dieses Video hier ermöglicht. Deswegen werde ich dieses Video als Werbung markieren. Wir schauen uns jetzt wie immer zuerst mal den Lieferumfang an. Das Zelt kommt in einer für seine Größe noch recht handlichen Tragetasche mit einem praktischen quadratischen Packmaß, mit einem Reißverschluss ausgestattet und einem stabilen Tragegriff und das ganze Paket wiegt so knapp 13 Kilogramm. In der Tasche hier drin haben wir einmal eine kleine Tasche mit Heringen. Da drin sind allerdings auch nur die Standardheringe, die man meistens mitgeliefert kriegt und die nicht so besonders gut sind. Und dann haben wir hier einmal eine Tasche mit ein paar Zeltstangen, die wir gleich zum Beispiel brauchen, um das Vordach von dem Zelt aufzustellen. Und ansonsten haben wir hier auch noch ein Reparaturkit mit in der Tasche drin. Und natürlich das eigentliche Zelt. Dann kommen wir jetzt auch direkt zur größten Besonderheit an diesem Zelt im Vergleich zu den Zelten, die ich euch bisher hier auf dem Kanal so vorgestellt habe. Wir bauen es jetzt nämlich auf, beziehungsweise wir pusten es auf. Dafür haben wir hier genau ein Ventil dran, mit dem direkt alle Schläuche des Zeltes, also quasi alle Zeltstangen auf einmal aufgepumpt werden. Das ist super praktisch. Zum Aufpumpen brauchen wir so eine Pumpe hier, die wird bei dem Zelt nicht mitgeliefert und die kostet bei Decathlon 18 Euro. Das ist allerdings ein relativ weit verbreiteter Anschluss. Mit ein bisschen Glück hat man so eine Pumpe also auch schon zu Hause. Die sollte allerdings möglichst einen Druckmesser haben, so wie diese Pumpe hier. Der funktioniert bei der Pumpe hier auch sehr gut und darauf ist auch direkt markiert, bis zu welchem Druck wir aufpumpen müssen für ein Zelt. Das Aufpusten kann man je nach körperlicher Verfassung in ungefähr einer Minute schaffen und jetzt ist das Zelt auch schon fast komplett aufgebaut. Wir müssen jetzt nur noch diese beiden Teleskopstangen hier innen einklinken. Dann noch rundherum mit ein paar Heringen und Leinen abspannen. Das ist dann doch wieder wie bei einem normalen Stangenzelt, da kommt man nicht drum rum. Den Aufbau mittels Aufblasen anstatt von Zeltstangen finde ich mega entspannt, noch viel, viel besser, als ich es mir erträumt hatte. Gerade auch wenn man alleine ist, ist das so viel, viel einfacher als mit Zeltstangen. Man schafft den ganzen Aufbau komplett inklusive Abspannen ungefähr in 5 Minuten. Das ist vergleichbar mit diesen Schnellaufbau-Stangenzelten, die ich euch hier auf dem Kanal schon mal vorgestellt habe, zum Beispiel von Kido und von Ocean Cross. Vorteil hier bei dem aufblasbaren Zelt ist aber auf jeden Fall, dass es noch ein deutlich besseres Packmaß hat als diese Schnellaufbauzelte. Der Aufbau vom Air Second Space Connect Fresh ist also wirklich top. Ein kleines bisschen Bedenken habe ich natürlich nur, was passiert, wenn man hier hinterher mal irgendwo ein Loch in den Schläuchen hat. Da habe ich jetzt halt noch keine Langzeiterfahrung. Von meinem Eindruck her sind diese Schläuche aber wirklich stabil. Das ist nicht vergleichbar mit irgendeiner billigen Luftmatratze oder so, sondern das geht schon eher in Richtung Stand-Up-Paddleboard. Dass man da so schnell noch reinkriegt, glaube ich also nicht. Fertig aufgebaut haben wir hier jetzt ein Zelt mit einer Grundfläche von 2,50 m x 2,50 m. Auch noch mit einem großen aufstellbaren Vordach ausgestattet. Also mehr als genug Platz, um hier drin mit 4 Personen bequem an einem großen Tisch sitzen zu können. In unserem Fall waren das 3 Erwachsene und ein Kleinkind zum Beispiel. Und so eine mobile Campingküche hier passt auch ganz problemlos noch mit an die Seite. Das Zelt hat eine bequeme Stehhöhe von 2 Meter bis 2,25 Meter. Das variiert ein bisschen aufgrund der schrägen Bauweise des Daches. Kleines Fragezeichen am Anfang war für mich natürlich die Stabilität dieses aufblasbaren Zeltes, weil ich das vorher noch nie hatte im Vergleich zu einem Stangenzelt. Diese Fragezeichen haben sich allerdings komplett in Luft aufgelöst. Wir waren mit dem Zelt hier eine Woche im Urlaub und wir hatten dabei wettertechnisch so ziemlich alles dabei. Wir hatten abends öfters mal Sturm, einmal auch einen relativ heftigen Sturm und das hat dem Zelt hier alles überhaupt gar nichts ausgemacht. Die Stabilität ist also sehr gut und genauso gut wie bei einem Stangenzelt. Kommt mit raus, ich zeige euch das Zelt mal von allen Seiten. Hier haben wir den großen Haupteingang, den man auch zum Vordach aufstellen kann und der ist außerdem so gedacht, dass man den auch als Schleuse benutzen kann, um das Zelt hier mit einem anderen Zelt zu verbinden. Ist nicht unser Anwendungsfall, aber auf jeden Fall eine clevere Idee. Hier haben wir den kleinen Seiteneingang, der außerdem mit einem Moskitonetz ausgestattet ist. Hier kommt dann die große
große Schleuse zur Verbindung mit einem Van oder einem Bus. Das schauen wir uns gleich natürlich noch ganz genau an. Und hier haben wir dann ein Fenster, das man natürlich auch zumachen kann für mehr Privatsphäre. Um uns das Ganze jetzt als Seitenzelt anzugucken, habe ich den Docker einfach nah ans Zelt rangeparkt und dann wird einfach die Schleuse über das Dach des Autos hinweg abgespannt. Und dafür ist hier noch so eine Verlängerung in die Schleuse integriert, damit das auch bei jedem Auto passt. Und die löse ich jetzt hier einfach und werfe das Ganze übers Dach drüber. Auf der anderen Seite schnell mit zwei Heringen abspannen. Und fertig. Diese Variante hat natürlich immer den kleinen Nachteil, dass man die Schleuse kurz abbauen muss, wenn man mit dem Auto wegfahren möchte. Da man das aber in unter einer Minute schafft, ist das auch kein großes Problem. Wie ihr sehen könnt, liegt die Schleuse hier fast perfekt am Auto an, sowohl auf der Seite als auch auf der anderen Seite. Also perfekt zum Schutz vor neugierigen Blicken oder auch vorm Wetter. Und aus der Perspektive hier sieht man jetzt auch den Vorteil davon, dass die Schleuse über das ganze Autodach hinweg abgespannt wird. Hier ist es natürlich auch nach oben hin komplett dicht und es kann hier auf gar keinen Fall reinregnen. Schönes Detail, was hier eingebaut wurde, ist dann hier noch so ein kleiner Spanngurt, den man benutzen kann, um das Ganze hier auch im Knick super straff abzuspannen, damit hier sich keine Wasserpfütze oder ähnliches bildet, sondern damit das ganze Wasser direkt abläuft. Sehr, sehr cool, habe ich so noch bei keinem anderen Zelt gesehen. Ansonsten ist die ganze Schleuse hier auch schön breit. Man kriegt die Schiebetür ganz problemlos auf, ohne dass man irgendwie was am Zelt beschädigen könnte. Und man kann, wenn man mal an den Beifahrersitz ran muss, weil da irgendwie was drauf liegt, auch die Beifahrertür noch so einen guten Spalt öffnen. Ist also auch gar kein Problem. Insgesamt ist diese Schleuse hier für die Verwendung als Seitenzelt meiner Meinung nach optimal gelöst. Ich wüsste nicht, was man da dran noch großartig verbessern sollte. Jetzt schauen wir uns mal an, ob das Ganze auch als Heckzelt funktioniert. Den Docker einmal umgeparkt und das Zelt nach vorne hin übers Autodach hinweg abgespannt, sehen wir jetzt, dass das Air Second Space Connect Fresh auch als Heckzelt eine wirklich gute Figur macht. Seitlich ist es so jetzt nicht hundertprozentig blickdicht. Hier ist schon eine gewisse Lücke zwischen Auto und Zelt. Da gibt es auch keine Vorrichtung, womit man die zumachen kann. Das Zelt ist eben hauptsächlich als Seitenzelt konzipiert, denke ich zumindest. Das ist ja aber noch so im Rahmen, dass ich es nicht besonders schlimm finde. Und so sieht das Ganze dann von innen aus. Da können wir auch ganz problemlos beide Flügeltüren vom Docker öffnen. Und ich denke, dass auch eine Heckklappe kein Problem sein sollte nach oben hin. Das Air Second Space Connect Fresh macht von der Qualität her insgesamt einen sehr guten Eindruck. Die Wände fühlen sich alle relativ dick und robust an, insbesondere natürlich auch die Schläuche hier, wo die Luft drin ist. Außerdem sind die Nähte alle doppelt und, soweit ich das erkennen kann, sauber vernäht und auch nochmal zusätzlich abgeklebt. Auch an einigen Details wurde hier nicht gespart, wie zum Beispiel hier an diesen kleinen Schnellstraffern zum Befestigen der aufgerollten Türen oder an diesen kleinen Spanngurten hier, wo das Zelt mit den Heringen im Boden befestigt wird. Das sind alles Sachen, die man auch billiger hätte lösen können. Optisch und farblich gefällt mir das Zelt sehr gut und vor allem macht Decathlon hier auch wieder was anderes als das typische Grau, was man sonst bei Vorzelten oft findet. Die Wassersäule der Außenhaut ist hier mit 2000 mm angegeben und das ist weniger als die empfohlenen 3000 mm für ein wasserdichtes Zelt. Ich habe euch allerdings ja vorhin schon erzählt, dass wir das Zelt auch bei starkem Regen im Einsatz hatten und da ist nie Wasser reingekommen. Ich habe online in einigen Rezensionen gelesen, dass sich hier bei dem Zelt bei starkem Regen oben auf dem Dach eine Pfütze bildet, wo das Dach dann leicht durchhängt. Auch das kann ich von unseren Erfahrungen her nicht bestätigen, das war bei uns nie der Fall. Ansonsten hat das Zelt hier tatsächlich mal keinen Haken an der Decke. Wir haben uns da so beholfen, dass wir unsere Zeltlampe einfach hier an der Stange aufgehangen haben. Für leichte Sachen geht das durchaus, so besonders stabil ist die Stange aber nicht, also was Schwereres sollte man da nicht aufhängen. Dann müssen wir noch über das Thema Boden reden und da hat sich meine Meinung in letzter Zeit etwas verändert. Ihr wisst ja, dass ich bisher immer ein Befürworter von fest eingenähten Böden in Vorzelten war. Jetzt waren wir allerdings neulich mal mit unserem Mini-Wohnwagen Bruno auf einem Campingplatz, wo man mit einem fest eingenähten Boden gar nicht drauf durfte, beziehungsweise auf bestimmte Plätze gar nicht drauf durfte. Das macht irgendwie auch Sinn, weil ein fester Boden natürlich den Rasen an der Stelle, wo das Zelt steht, komplett tötet.
Und dafür gibt es eben aus dem Caravan-Bereich solche Vorzeltteppiche hier, die durchlässig sind. Und so einen haben wir dann jetzt tatsächlich in unserem Bruno auch immer mit drin und mit dabei, um den unter unser Tarp oder in unser Vorzelt reinzulegen. Deswegen waren wir auch froh, dass dieses Zelt hier einen rausnehmbaren Boden hat. Und wir haben es tatsächlich auch ohne den Boden verwendet. Das Befestigungssystem von dem rausnehmbaren Boden finde ich hier sehr gut gelungen. Das gefällt mir wirklich gut. Der Boden ist eine sehr dicke, robuste Plane und die ist hier seitlich schön über die Schläuche, wo die Luft drin ist, ne, hochgezogen, sodass da auf jeden Fall so schnell kein Wasser seitlich reinläuft. Und das ist auch relativ gut abgedichtet ist gegen Insekten, wobei die da natürlich trotzdem durchkrabbeln können. Man hat dann hier die Möglichkeit, an der Stelle, wo man die Tür hat, diesen Boden quasi runterzuklappen, damit man hier quasi keine Stolperfalle hat. Ne? Ich könnte das hier jetzt auch wieder einklinken, dann würde der Boden hier vorne auch wieder hochkommen, hätte man eine Stolperfalle. Das ist also wirklich gut durchdacht, dass man das hier wegmachen kann. Und ansonsten ist der Boden dann einfach in allen Ecken des Zeltes hier zusätzlich mit so Schnallen, die man von Rucksäcken kennt, befestigt. Und so kann man den super schnell raus und wieder reinmachen und das ist wirklich gut durchdacht. Da das mein erstes aufblasbares Zelt ist, zeige ich euch jetzt noch mal kurz, wie der Abbau davon funktioniert. Eine Kleinigkeit, die da hier bei dem Zelt super schön gelöst ist, ist, dass man hier so Schlaufen mit Schnellspannern an jeder Schnur hat. Das heißt, man kann die Schnur dann hier einfach aufwickeln und einspannen. Und verhindert damit, dass beim nächsten Aufbau die sich komplett verheddert haben und man die erstmal wieder entfiddeln muss. Ich habe jetzt die ganzen Heringe schon rausgezogen und auch die beiden Teleskopstangen im Inneren des Zelts wieder rausgenommen. Deswegen fällt das hier jetzt auch schon so ein bisschen in sich zusammen. Und jetzt müssen wir einfach nur noch die Luft rauskriegen. Dafür kann man das Ventil hier unten einfach rausschrauben. Das ist kurz laut, dafür geht es aber super schnell. Jetzt habe ich es zusammengefaltet. Wie das am besten geht, steht in der Anleitung. Und jetzt müssen wir es einfach nur noch aufrollen und dabei gucken, dass wir die restliche Luft hier ganz gut rausdrücken, wobei das nicht weiter schwierig ist. Also das geht quasi fast von selbst. Da kann man gar nicht so viel falsch machen. Ja, und jetzt muss es natürlich wieder in die Tasche rein und die ist bei diesem Zelt hier erfreulicherweise groß genug dimensioniert, sodass das keine großen Probleme bereitet. Das Quechua Air Second Space Connect Fresh von Decathlon hat zwar einen etwas sperrigen Namen, konnte mich ansonsten aber komplett überzeugen. Man bekommt hier ein geräumiges und sehr, sehr gut durchdachtes, freistehendes Vorzelt, das man super schnell auf- und abbauen kann. Und der Preis von 300 Euro ist für ein aufblasbares Zelt in dieser Größe sogar fast noch günstig. Und auch sonst fallen mir zu dem Zelt kaum Kritikpunkte ein. Ich würde sogar fast so weit gehen zu sagen, dass das hier mein neuer Favorit unter den Vorzelten für Vans und Busse ist. Und ich habe ja hier auf dem Kanal mittlerweile schon einige gute Vorzelte getestet. Wenn ihr noch ein paar Alternativen sehen wollt, dann schaut euch mal bei mir auf dem Kanal um. Ich habe in letzter Zeit schon einige Videos zu Vorzelten gemacht und in Zukunft werden da wahrscheinlich auch immer weitere kommen. Von daher vergesst auch nicht, den Kanal zu abonnieren. Lasst gerne ein Like da, wenn euch dieses Video hier gefallen hat. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!